So, da sind wir bei Scum. Wir konnten es ja schon in der sehr frühen Early Access Phase empfehlen. Jetzt wollten wir einfach nochmal reingucken. Gestern schon mal kurz reingesippt. Und da ich noch keinen Rucksack gefunden habe, wird das unsere erste Aufgabe sein. Sind wir überhaupt? Jetzt muss man die Richtung. Türen halten wir immer geschlossen. Wir klettern meist durch die Fenster rein. Können es nicht so, müssen nämlich nicht hinterher. Pistolen haben wir schon einige gefunden, aber Munition haben wir keine mehr. Gestern waren zwei Zombies damit erledigt und die paar Patronen, die wir gefunden haben, schon wieder weg. Nicht viel. Gibt es beim Polizeirevier? Da gab es aber nur leere Pistolen. Salz braucht kein Mensch, zumindest noch nicht. Denn wir haben keinen Rucksack und somit keinen Platz. Nur das Nötigste: Essen, Trinken, Munition. Wenn alle gleich aussehen, könnte man meinen, hier waren wir auch schon. Was wir reparieren müssen. Also so, jetzt haben wir gejagt. Jetzt mal eine Axt. Das ist immer schlecht, wenn man mal geklopft von denen. Wenn man sich eine Krankheit einfängt, dafür nicht das Problem. Ich würde gerne die Pistole wegstecken.
Tasche haben wir schon. Dann brauche ich noch einen Rucksack. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber man guckt lieber nach. Was mache ich jetzt? Was sie abhängen können, ist sehr unwahrscheinlich. Na da. Ist geglückt. So, wo wollen wir denn hin? Richtung A zum O. Und dann links davon gibt's zwei größere Städtchen. B1, beim Flughafen waren wir schon, da gibt's richtig guten Stuff, aber auch richtig fiese Gegner. Wie diese riesigen mechanischen Roboter. Da war ich top ausgerüstet und habe auch mein Leben dort gelassen. Hier, wenn man ein bisschen schneller rennt, kostet das Ausdauer. So kostet es keiner. Aber man regeneriert auch keine mehr. Da muss man rasten. Ich sag, ist auch schon ein bisschen kaputt. Und auch bald mal Ersatz. Oh, es wurde dunkler.
Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da man die Renngeschwindigkeit mit dem Mausrad vorgibt. Man kann gehen, laufen, rennen. A2 besonders grün umkringelt, dieses kleine Kaff. Aber da gibt es was Gutes. Man kann es joggen und auch legen. Also, oh, was leckt. Zombies erwarten. Schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Zur Not rennen wir zum nächsten Haus. Checken erstmal, wie viele uns auf den Fersen sind. Messer haben wir schon. So. Sieht alles leer aus. 45er Patronen. 45er Pistole. Kletteranimation und Hüpfanimation schon mal alles gut vorhanden. Mittlerweile gibt es auch weibliche Charaktere, die gab es zu Beginn nicht. Das ist neu. Zwiebel, sehr gut. Und Dietrich, moin. Obwohl ich noch nichts gesehen habe, was man knacken müsste. Ich meine, der Militärbasis beim letzten Mal. Zweck wird Dietrich schon haben. Mittlerweile gibt es ja auch Schlösser, wo man Sachen abschließen kann. Aber habe ich noch nicht ausprobiert.
Großmaschine kann man bestimmt auch nutzen, um irgendwas herzustellen. Das sieht aber ziemlich gut aus. Wow. Das ist cool. Wenn da Sprit drin ist, können wir damit gleich mal eine Runde rumdüsen. Schon mit dem Haus. Notverband. So. Fahren wir mal geradeaus ins nächste Kaff, wenn es überhaupt geht. Das erste Mal, dass wir hier ein Auto haben. Beim letzten Mal ging es nur, dass man sich Autos zusammenbasteln funktioniert. Wo ist das? Ja, das erklärt diese grüne Zone. Kann man wohl nicht rein. Also ich würde es nicht ausprobieren, da durchzufahren. Fahren wir nach links zu dem Kaff. Das ist, glaube ich, neu. Das habe ich beim letzten Mal noch nicht gesehen. Da haben wir bestimmt 3 Tage lang gezockt und sind von Ost nach West komplett durchgelaufen. Gab es auch keine grünen Flecken auf der Karte. Das wollte ich auch schon mal ausprobieren. Okay, man kann sie nicht gerade fahren. Das ist gut. Jetzt werde ich ein bisschen easy dann. Nichts Gutes. Zäune. Sieht aber jetzt kein Ziel ausgeben.
uns mal umsehen. Das ist schon mal nicht gut. Eierwärmer, Zucker. Lieber Rucksack, Knarre. Seife. Eine Lupe. Das sind alles tolle Dinge. Auto- und Batteriekabel. Zweites Lager wäre coolere Sachen drin. Das ist enttäuschend. Aber was ist das in solchen Survival Games? Da gibt es oft eher nichts, als es etwas gibt. Hier haben wir wieder so ein Vorhängeschloss. Wilder Schraubendreher. Da kann man wohl viel zusammenbauen. Letzte Chance auf irgendwas Cooles. Notfallverbandskasten. Der passt natürlich nirgendwo rein. Wir tun die Zwiebel mal essen. Das ist ziemlich wahrscheinlich zwei Felder. Okay. Da wir hier so einen Blutstropfen haben, versuchen wir den mal zu versorgen. Ist abgebrochen. So. Und zack, ist das blutende Ding weg. Wir haben volle Lebenspunkte. Was zu trinken brauchen wir bald. Wir verlieren Wasser. Also in Militärlagern sind diese großen, langen Kisten immer das Beste. Da gibt es richtig guten Kram.
Auto haben, könnten wir eigentlich auch zum Flugplatz fahren. Haben es alleine noch mal eine richtige Herausforderung, vor allem ohne Munition und ohne Waffe. Also. Probieren wir unser Glück einfach. Dass es hier was Gutes gibt. Also fahren wir lieber weiter. Das ist nicht nur eine Straße. Ist gar nicht so schön spielbar, da würde ich sagen. Ich schau mal demnächst nach dem eigenen Server. Mein Anbieter hat keinen. Auto schon schön cheap. Ordentlich Lebenspunkte. Das heißt, Sprit braucht man wohl nicht. Hier gucken wir mal kurz rein. Die berühmte Zwiebel. Und da Schießpulver. Ganz mal gebastelt.
Experience. Jetzt ist das ein bisschen gedrückt. Wird es wahrscheinlich nur leere Pistolen geben, oder? Da ich ja eh keine Taschen und Holz da habe. Nichts, was man mitschleppen kann. Schlagstock, ob der mehr Schaden macht, das steht da leider nicht. Dann nehmen wir einfach mal mit. Oh, so viel Munition, ich habe keinen Platz, das alles zu tragen. Dann essen wir mal den Schokoriegel. Auf, wenn man immer wieder. So, jetzt habe ich noch Schokolade drin. So. Ein Magazin für 9 mm. Sieht nicht sehr viel verspricht. Hier geht's nur aufs Dach. Limettenbrause. Na gut. Da habe ich keinen Platz am Trigger, dann war alles leer. Das ist gut was drin, wenn man da so lang trinken kann.
Naja, war schon mal nicht ganz erfolglos. Ich gucke jetzt trotzdem nur auf den Boden rum. Warum jetzt mal hier drei Waffen am Boden gefunden statt irgendwo drin? Sollte noch ein bisschen glitschen. So, wo müssen wir lang? Los. Straße macht eine Abbiegung. Wir fahren wieder geradeaus. Eigentlich müssen wir geradeaus und dann zacken wir rechts. Weil da die Lagerhallen sind, in die man leichter reinkommt. Objektiv. Kein Rucksack. Zum Militärflughafen. Unser Auto hatte genügend Lebenspunkte, dass man überhaupt Bremsschnitt nehmen kann. Zurück. Einer. Zack. Praktisch, sehr gute Funktion. Da haben die Entwickler wirklich gut mitgedacht. Er versteckt die Schubs sein Auto einfach runter. Haben die Roboter gegen meine Autos. Drin läuft schon einer.
schon umzuhauen. Das war ganz schön abenteuerlich. Erstmal Wundversorgung. Das kann man nicht anwenden. Schade. So viel feine Sachen. Fängt's gut an, aber ich brauch trotzdem erst. Letztes Mal Rucksack gegeben, aber da kann ich immer einen Roboter. Da ich keinen Scout habe, den ist nicht mehr, da kommt. Thank you.
schon mal einen Eindruck von Scum. Ich werde jetzt die Aufnahme schon mal beenden und gucken, dass ich hier was Brauchbares finde. Also dann, schaut mal wieder rein, bis bald.